Kind eines Schriftstellers und Erzählers bin ich natürlich mit Geschichten groß geworden bzw. aufgewachsen. Wir sind insgesamt 4 Kinder und das ist eine starke Kindheitserinnerung bzw. ein prägendes Bild für mich, dass wir jeden Abend zusammengesessen sind und Mama oder Papa uns Geschichten erzählt haben bzw. vorgelesen haben. Das heißt, die Wichtigkeit von Geschichten wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Dann war es für mich naheliegend, auch nach dem Studium, ich habe internationales Management studiert, in die Geschichtenbox einzusteigen, da mitzuwirken und gemeinsam mit Peter Schreiner und meinem Vater, Volker Tegethoff, das Projekt gemeinsam aufzubauen und zu starten. Meine Aufgabe bei der Geschichtenbox ist das Projektmanagement. Das heißt, mein Leistungsspektrum geht von Marketing, Aktivitäten, Pressearbeit bis hin zu Autoren und Geschichtenakquise. Und es werden alle Entscheidungen gemeinsam mit den 2 Geschäftsführern getroffen, um zusammen die Zukunft der Geschichtenbox zu definieren. Am 4. Juni 2013 wurde die 1.000.000. Geschichte auf geschichtenbox.com heruntergeladen. Zudem haben wir die erste Geschichtenbox.com-Hör-CD produziert. Die erste CD ist ein Themenpaket aus den schönsten Feriengeschichten für Kinder aus der Geschichtenbox. Zudem arbeiten wir gerade an einem sehr großen österreichweiten Projekt zusammen mit einem sehr renommierten Kooperationspartner. Ziel dieses Projektes ist, dass möglichst vielen Familien österreichweit die Geschichtenbox bzw. Vorlesegeschichten zur Verfügung gestellt werden. Mit Geschichtenbox wollen wir zum einen Bewusstsein für die Wichtigkeit des Vorlesens schaffen und zum anderen allen Menschen, die mit Kindern zu tun haben, eine Hilfestellung bieten, an die tägliche passende Vorlesegeschichte zu kommen. Werden Sie Teil von geschichtenbox.com als Investor und Botschafter und helfen Sie uns, unsere Vision zu verwirklichen.